Der Hannes von Werde Musiker hier. Schön, dass du eingeschaltet hast zum zweiten Teil zum Tutorial von Ich will nur, dass du weißt von SDP featuring Adel Tawil. Und in diesem Video möchte ich jetzt zeigen, wie du das Ganze mit Plektrum gut spielst. Im ersten Video haben wir es um die Zupftechnik gekümmert und wie du das Ganze eben zupfst. Und ich möchte dir jetzt auch noch zeigen, wie du das Schlagmuster spielst, was da ab Minute 2,33, 2,34 in etwa startet in dem Song. Und das ist nochmal eine etwas andere Geschichte, dafür brauchst du im Idealfall dann das Plektrum. Und bevor wir jetzt loslegen, check meinen Crashkurs hier oben unter dem kleinen i aus. Kann ich dir nur ans Herz legen, den mal auszuprobieren, wenn du neu in der Gitarrenwelt bist. Für die Fortgeschrittenen ist auch das ein oder andere dabei, jeder kann da was mitnehmen, denke ich. Und es kostet dich absolut gar nichts, ist eine super Grundlage für die ganzen Tutorials, die ich auf YouTube hier mache. Und abonnier den Channel, würde mich sehr freuen und check die Kommentare hier unten aus und schreib da auch selber gerne rein, was dich vielleicht hier stört oder was du cool findest oder was du gerne in Zukunft sehen müsstest. Du kennst das Spiel und ja, bin der Hannes Knechtges und wir legen jetzt direkt los. Also, die Akkorde sind hoffentlich jetzt schon klar. A-Moll, ich erkläre sie nochmal ganz kurz, Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite, Ringfinger, zweiter Bund G-Seite, Zeigefinger, erster Bund H-Seite. Und dann schlägst du an die A, D, H, G-Seite. Am Anfang kannst du das Ganze erstmal nur mit Abschlägen spielen, falls das für dich jetzt neu sein sollte, überhaupt mit dem Plektrum zu spielen. Das allein klingt schon ziemlich cool. Wenn du das drauf hast, probier das Ganze mal mit Wechselschlag zu spielen. Das bedeutet, erst runter und dann hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch. Und dieses Spiel immer beibehalten. Also, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Dann wechseln wir auf C, nachdem du das einmal gespielt hast, dieses Muster. Auf C-Dur, dafür den Ringfinger in den dritten Bund auf der A-Seite. Und dann den Zeigefinger hoch. Und nochmal die H-Seite mit einem Aufschlag erwischen. Also wieder runter, hoch, runter, hoch. Dann wechseln wir aufs G. Den Ringfinger brauchen wir dafür im dritten Bund auf der E-Seite. Runter, hoch, runter, hoch. Dann wechseln wir auf unseren D-Griff. Mittelfinger, zweiter Bund. G-Seite, kleiner Finger, dritter Bund H-Seite und du schlägst an D, G, H, G. Runter, hoch, runter, hoch. Und dann spielst du das Ganze wieder und wieder und wieder, bis wir an der Stelle angelangt sind, wo wir das Ganze dann komplett schlagen. Dass du weißt, wie oft ich Briefe an dich schreibe und sie wieder zerreiß. Und dass ich dich liebe und so ein Scheiß. Diese Stelle ist das. Da wird das Ganze nochmal ein bisschen aufgebaut, wird nochmal dynamischer durch diesen Anschlag, wird das Ganze nochmal fetter und lauter. Und nachdem das gespielt worden ist, geht es aber auch wieder zurück zu diesem Picking oder Zupfmuster, je nachdem, wie du das Ganze dann machst, indem du es entweder zupfst oder eben mit dem Plektrum spielst. Diesen Schlag kannst du natürlich auch nur mit den bloßen Fingern spielen. Es geht jetzt eher darum, dieses Schlaggefühl reinzubekommen. Und zwar auf den ersten drei Akkorden, auf A-Moll, C und G, haben wir immer das Gleiche. Runter, 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 hoch. Dreimal nach unten, einmal nach oben. Der Aufschlag kommt wirklich sofort nach dem dritten Abschlag. Runter, 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 hoch. Dann auf C. Und dann G, da müssen wir jetzt ein bisschen die Finger umstellen. Das ist nicht so ganz leicht wie bei diesem Einzelseitenanschlag, wo wir nur einen Finger brauchen. Da auch wieder runter, 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 hoch.
dafür den Mittelfinger in den dritten Mund auf der E-Seite, den Zeigefinger in den zweiten Mund auf der A-Seite und den Ringfinger in den dritten Mund auf der E-Seite. Alternativ kannst du auch den kleinen Finger in den dritten Mund auf der E-Seite setzen und dann zusätzlich noch den dritten Mund auf der H-Seite mit dem Ringfinger drücken. Ist auch eine ziemlich coole Version von G-Dur. Beide funktionieren da wunderbar. Also A-Moll, runter, 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 hoch, C-Dur, runter, runter, hoch, G-Dur, runter, 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 hoch. Und jetzt brauchen wir erst D-Sus 4, der geht folgendermaßen. Zeigefinger in den zweiten Bund auf der G-Seite. Da bauen wir den Akkord jetzt auch ein bisschen anders auf, weil wir hier noch mehr Finger brauchen. Den Ringfinger in den dritten Bund auf der H-Seite, den kleinen Finger in den dritten Bund auf der E-Seite und der Mittelfinger wartet schon im zweiten Bund auf der hohen E-Seite, direkt hinter dem hinter dem kleinen Finger. Und das schlagen wir dann runter, runter, hoch. Also wir lassen erstmal den kleinen Finger unten liegen und wechseln dann gleich und heben ihn hoch. Ich zeige dir jetzt aber genau wann. Also, zweimal runter, hoch, runter und dann hebst du ihn hoch, den kleinen Finger. Den schlägst du dann mit zwei Abschlägen an. Rauf, ab. Also zweimal runter, rauf, runter und dann rauf, runter, rauf mit hochgehobenem kleinen Finger. Dann Finger hoch und hochschlagen. Runter, hoch. Also, das Ganze mal in richtig schön langsam komplett. Und noch langsamer. Das Ganze schön langsam erstmal machen, dass du auch die Griffwechsel da richtig hinbekommst und das Ganze dich dann da nicht, du dich da so durchfuscht und hier irgendwie schlägst und Saiten mitschwingen, die gar nicht mitschwingen sollen. Das ist nämlich gerade so bei dem Wechsel vom G auf D ziemlich schwierig, dass man dann nicht plötzlich hier noch überall die ganzen Saitenklingen hat oder versehentlich dann alle sechs beim D auch anschlägt. Und rhythmisch gesehen ist das jetzt für die Fortgeschrittenen hier noch eine kleine Info. Und zwar hast du das auf 1 und 2 und schlägst auf 1, 2, 2 und auf der 2e, bevor es auf die 3 geht, an. 1 und 2 und 3 und 4. Nochmal hier ab dem G, das ist nämlich dann der komplizierte Part, wo die Töne da liegen. 1 und 2 und 3 und 4 und
So kannst du das Ganze einfach dann rhythmisch auch aufbröseln, wenn du damit Schwierigkeiten haben solltest. Also, wir haben hier auf 1 und 2 und 3 und 4 und, also das C auf 3, 4, 4 und 4 E, dann auf G, 1 und 2 und 3 und 4 und 3 und 4 und also auf 3 und 4 und dann auf der E, E und E. Auf der 4 E hebst du hoch, schlägst nach oben. Auf der 4 und schlägst du nach oben, auf der 4 E nochmal nach oben. Das ist das Schlagmuster für diesen, ja, für diese Variation, die da mal drin vorkommt. Danach kannst du wieder in das normale Zupf- oder Schlagmuster einsteigen bei dem Song. Und das war es auch schon. Und das ist aber das Coole an dem Song. Du kannst daran auch sehen, wie viel du erreichen kannst, wenn du mit 4 Akkorden einen ganzen Song bearbeitest. Was du da mit den unterschiedlichen dynamischen Mitteln da machen kannst. Viel mal viel anschlagen, das Ganze auch mal leiser schlagen, leiser zupfen, dann mal lauter in dem Refrain und sich da so ein bisschen zurücknehmen. Du wirst das in der Produktion von der Aufnahme sehen oder hören. Da kommen dann immer Elemente hinzu oder verschwinden wieder. Und so kann man das auf der Gitarre natürlich alleine auch gestalten. Dass man am Anfang erstmal nur, dass du ganz leise spielst. Oder das Ganze eben deutlich aufwendiger spielst. Oder und das sind so Mittel, die solltest du auf jeden Fall auschecken, gerade wenn du so einen Song spielst, der nur 4 Akkorde beinhaltet. Ich hoffe, du konntest in diesem Video viel lernen und check auf jeden Fall auch den ersten Teil aus, falls du das noch nicht gemacht haben solltest. Abonnier meinen Channel, würde mich sehr freuen. Lass mir einen Kommentar da, wie du das Ganze fandest. Und check unter dem kleinen i oder in der Videobeschreibung nochmal meinen kostenlosen Crashkurs aus, falls du das noch nicht gemacht haben solltest. 10 vollkommen kostenlose, gratis, Ümme für lau, wie auch immer, Lektionen für dich nach Hause, wenn du auf der Gitarre gerade ein Starter bist, gerade neu losgelegt hast, genau das Richtige für dich. Ich freue mich, wenn ich dich da begrüßen darf. Ich bin der Hannes Knechtges von Werde Musiker. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.